Der Herr sei mit euch. Was für ein schöner Moment. Ich freue mich wirklich, Sie nach diesen vielen Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich in einer ungewohnten Art und Weise, möglichst Abstand voneinander zu halten. Ein paar, die wir im Seitenschiff nur erahnen können, weil die Baustelle noch im Weg ist. Wir sind in Zeiten, wo vieles nicht greifbar ist, wo vieles vielleicht gerade wie diese Baustelle ist. Man weiß gar nicht, wie es weitergeht, was kommen wird. Die Verunsicherung, die immer neuen Meldungen. Und dann dieses heutige Evangelium vom guten Hirten, vielleicht schon hundertfach gehört. Und ein ganz besonderer Vers, der kam mir in den Sinn heute. Die Stimme, die wir hören, vielleicht in den letzten Wochen, die Sie am Telefon gehört haben von den Menschen, die Ihnen nahe sind. Die Stimmen, die wir vermissen, die Begegnungen, das direkte Ansprechen, das Beieinandersein, die Berührung. All das bringen wir jetzt mit in diesen Gottesdienst. Sie, die hier in Ihrem Dom sind und Sie, die zu Hause nachher diesen Gottesdienst sehen werden, den wir auch wieder aufzeichnen werden. So wollen wir zu Beginn Gott um sein Erbarmen, um die Kraft für uns und unser Leben bitten, dass wir ihm das anvertrauen können, was uns im Herzen liegt. Rufen wir im Kyrie um sein Erbarmen. Herr, erbarm dich. Christus, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Der mächtige Gott, er schenke uns sein Erbarmen. Er lass uns nach Sünde und Schuld und führe uns nach uns zum ewigen Leben. Amen. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie.
Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Genau richtig liegen, aber die werden einen nie erreichen.
Vielleicht kennen Sie so einen Menschen, wo Sie denken, wenn der oder die den Mund aufmachen, hätten Sie besser mal sein gelassen. Stimmen und das, was damit verbunden sind, sind für uns Menschen wesentlich. Wir spüren das ganz stark in diesen Tagen, wie wichtig es ist, vertraute Stimmen zu hören, mit jemandem sprechen zu können, im Moment mit Mundschutz, vielleicht am Telefon, vielleicht über Skype, am Computer, über WhatsApp Kontakte zu haben. Ich glaube, wir sind alle in den letzten Wochen da viel, viel kreativer geworden, Kontakt zu halten, vielleicht mal wieder einen Brief zu schreiben mit Menschen, die wir schon lange kennen, die wir es aber nicht treffen können, wieder in Kontakt zu kommen. Aber wieso ist das eigentlich so, dass manche Stimmen uns sofort überzeugen und manche Stimmen, die können es immer wieder probieren, die werden das nicht schaffen? Hier im Evangelium können wir vielleicht die Spur einer Antwort finden. Da gibt es manche Stimmen, da spüren wir vielleicht im Hintergrund gleich mit, da schwingt gleich mit. Die erreichen uns durch eine ganz andere Tür, als es dieser Jesus tut, oder die Stimmen, die uns vertraut sind. Stimmen, die sich so einschleichen, die uns nicht sympathisch sind, die um im Bild des Evangeliums zu bleiben, wie ein Räuber durch die Hintertür kommen. Stimmen, die sich in unser Leben einschleichen wollen und wir merken im Herzen, im Kopf, nein, das wollen wir eigentlich gar nicht. Die tun uns nicht gut. Vielleicht ist die Entscheidung nicht immer richtig, vielleicht gibt es mal Stimmen, auf die wir hören sollten und tun es nicht. Aber generell ist das eine menschliche Grundhaltung, auch vorsichtig zu sein, ein Gespür dafür zu haben, welche Stimmen sind eigentlich die, die im Leben für uns wichtig sind, tragend sind, die wie dieser gute Hirte uns hinausführen, in die Weite führen, weiterbringen, uns einen Ort bieten, wo wir gut weiden können, sein können, Nahrung finden für unser eigenes Leben. Denn davon spricht dieser gute Hirte. Die Menschen kennen meine Stimme und sie wissen, dass sie bei Jesus mehr kriegen. Freiraum. Er führt sie nicht laut Evangelium in den Stall und fährt sie ein, sondern er führt sie hinaus ins Weite, auf die Weide, dort, wo sie Nahrung kriegen, Impulse für ihr Leben kriegen, dort, wo sie wissen, da gibt es jemanden, der trägt mich. Dieser Boden, auf dem ich laufe, der trägt mich. Und ich glaube, das gehört zu diesen Stimmen, denen wir vertrauen, wesentlich dazu. Den Menschen, denen wir vertrauen, deren Stimme wir hören, deren Worte wir glauben, die tragen uns. Die führen uns nicht aufs Glatteis. Die sorgen nicht dafür, dass wir irgendwann zu Fall kommen. Die sorgen nicht dafür, dass Worte zu Wortspitzen oder Stichworten werden, die uns ins Herz gehen. Nein, da sind direkte Worte, von denen wir spüren, sie tragen. Und sie tragen ein Leben lang durch alle Krisen hindurch. Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen der Pandemie so ein Wort erfahren, von jemandem am Telefon, eine Zusage. Vielleicht auch, und da hat sich auch unsere Sprache in den letzten Wochen, ich will fast sagen, weiterentwickelt. Wir sagen vielleicht nicht mehr alles Gute, sondern bleib gesund. Wer hätte das vorher zueinander gesagt? Bleib gesund, und dieses Wort bleib gesund ist mehr als eine Floskel. Vielleicht hat man das vorher gesagt, alles Gute, bleib gesund. Es ist mehr als eine Floskel. Es ist ernst gemeint, weil wir spüren, wie wichtig diese Worte wieder geworden sind, wie wichtig sie in Bezug auf unsere Lebenssituation geworden sind. Im Münsterland gibt es einen etwas derberen Ausspruch, hol die Furcht. Ich übersetze das jetzt mal sehr frei, halt dich feucht, bleib lebendig. Bleib lebendig. Ich glaube, in Bezug auf dieses Evangelium ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, lebendig zu bleiben, zu wissen, wer eigentlich unsere Nahrungsquelle ist, wo
unsere Nahrungsquelle nicht nur für die irdische Nahrung, sondern auch für die Nahrung der Seele ist, lebendig zu bleiben. Jesus selbst sagt, ich bin das lebendige Wasser. Halt dich lebendig, halt dich an dem fest, lass dich von diesen Worten tragen, die Worte des ewigen Lebens sind. Das ist die Botschaft Jesu. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung weitermachen können und dass wir als Gemeinde bei allen Einschränkungen, bei aller komischer Situation, Sie werden mich gleich auch komisch mit Mundschutz beim Kommunion austeilen sehen, eine unwirkliche Situation. Trotzdem, das, was wir empfangen, das trägt uns. Und das trägt uns auch die Aufgabe auf, es weiterzutragen. Vielleicht greifen Sie heute Nachmittag zum Telefonhörer und rufen nochmal jemanden an. Haben Worte des ewigen Lebens, haben Worte, die tragen, die Sie weitergeben können. Ich glaube, das ist das Große, was wir für und miteinander tun können. So wollen wir gemeinsam unseren Glauben erkennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hineingestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des rechtlichen Vaters. Von dort wird er kommen, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So wollen wir gemeinsam Fürbitte halten. Jesus Christus ist der gute Hirte. Er sammelt und führt die Menschen. Er führt uns hinaus in die Weite und stärkt unser Leben. So dürfen wir in unseren Anliegen zu ihm beten. Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und denen nun eure Orientierung und Halt fehlen. Jesus, du guter Hirte, erbitte mich, für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge und im Alltag anderen zuhören und ihnen helfen, zur Seite stehen. Jesus, du guter Hirte, erbitte mich, für die Frauen und Männer, die infolge der Corona-Pandemie von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. Jesus, du guter Hirte, erbitte mich, für alle Menschen, deren Leben durch Covid-19 oder andere schwere Krankheiten bedroht ist. Jesus, du guter Hirte, erbitte mich, für alle, die in Medizin und Wissenschaft nach Medikamenten und Impfstoffen forschen, die zur Heilung dienen. Jesus, du guter Hirte, erbitte mich, wir beten besonders für Junge, die eine geistliche Berufung spüren und diesem Ruf von Gott folgen möchten. Für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbereiten. Jesus, du guter Hirte, Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu dir zu folgen. Du begleitest unsere Wege. Dafür danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und alle Tage unseres Lebens bis in die Ewigkeit. Amen.
jederzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem heiligen Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du aus dem Herrn. Darum
barmütiger Vater, feiern wir jetzt das Gedächtnis deines Sohns. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Viktor und seinen Gefährten, der heiligen Helene, dem heiligen Norbert und dem seligen Karl Eisner und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, die vielen Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk, deine Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und jener, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir beten in dieser heiligen Messe für Karl-Heinz Rutter, für Marlies Rutter, für Heinz Rutter, für Theodor und Maria Rutter, für Maria und Theo Hoffmann, Maria Josten, Ursula Lenzing, Bastian Höpken, für die zuletzt Verstorbenen, für Gerhard Kösters, Jörg Koch, Christa Mehlacker, Norbert Rotz, Josef Beckers, Hans-Ulrich Haag. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in seiner Jünger. Er ist der Sieger über Tod und Schweigen. Er spricht uns seinen Friedensgruß zu, denn er hat Worte des ewigen Lebens. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwachheiten, Fehler und Sünden, sondern auf unser ganzes Leben, auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen.
So beten wir gemeinsam. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich mit uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich mit uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns dein Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Herrn, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Segen gesund. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf den Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor wir uns Gottes Segen schenken lassen, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Sonntag. Ich kann das für mich sagen, ich bin wirklich froh, dass wir heute Morgen hier uns versammeln konnten. Ich will sogar hinzufügen, jetzt ist richtig Ostern, denn wir konnten uns jetzt treffen zu dem, was Jesus uns gegeben hat. Und vielleicht ist das so ein kleines Emmaus-Erlebnis heute. Beim Brechen des Brotes erkannten sie ihn, dass wir wieder gemeinsam feiern können, aber mit aller Vorsicht, mit allem Abstand, den wir halten müssen, denn die Pandemie, sie ist nicht vorbei. Wir sind mittendrin. Und ich bitte Sie, seien Sie weiterhin vorsichtig. Schützen Sie sich weiterhin, denn wir sind noch mittendrin. Es ist noch nicht vorbei. Und es wird noch Monate weitergehen. Schützen Sie sich und seien Sie wirklich vorsichtig. So da, dass wir jetzt erstmal die nächsten Wochen in dieser etwas ungewohnten Form Eucharistie, Danksagung feiern können. Ich darf Sie gleich bitten, den Dom durch den Kreuzgang zu verlassen, da es ist ja vorher erklärt worden, die Gebetbücher, die jetzt nicht Ihnen gehören, die Sie wieder mit nach Hause nehmen, sondern die hier aus dem Dom kommen, die müssen hier bleiben, damit sie wieder desinfiziert werden für die Nächsten, die nach Ihnen um 11.30 Uhr zum Wortgottesdienst kommen werden. Ihnen einen gesegneten Sonntag und erstmal von Herzen alles Gute und auch allen jenen, die uns jetzt gleich wieder über YouTube zugucken werden und die Messfeier zu Hause mitfeiern können, die nicht kommen können. Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ich sehe hier den letzten Hinweiszettel, auf die Kollekte hinweisen. Ein Kollektenkörbchen, wer etwas geben möchte, es steht dort am Ausgang. Und jetzt stellen wir uns wirklich unter Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und so segne, stärke und bewahre einen jeden von euch, der gute Hirte, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.